Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar mache ich heute das 1000 Abonnenten Special Q&A. Ihr könntet mir ja seit, ich schätze mal, 3 Wochen schon Fragen unter diesem FAQ oder Q&A Video halt stellen. Und die werde ich jetzt beantworten und auch immer so im Bildschirm da einblenden und so weiter. Im Hintergrund solltet ihr Gameplays von MCSG sehen. Also ich habe ein paar Stück aufgenommen und die waren alle eigentlich relativ cool. Also viel Spaß damit auf jeden Fall. Und ich werde das Ganze jetzt nur einmal, also quasi an einem Stück aufnehmen. Deswegen, falls ich mal stotter oder vielleicht nicht direkt die Antwort auf eine Frage weiß, bitte entschuldigt das. Aber ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß damit. Und ja, ich würde sagen, ich fange erstmal mit der ersten Frage an. Und zwar fragt Tom Dillner, magst du erster Kommentare? Ich finde erster Kommentare einerseits total unnötig, aber andererseits auch okay. Weil irgendwie, wenn man erster schreibt, dann weiß der, der das Video gemacht hat, dass der erster geschrieben hat, halt das Video gesehen hat. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also man weiß halt, dass irgendjemand das Video gesehen hat. Aber andererseits ist es genauso was wie dieses Nice oder GG oder gutes Video oder guter Job oder sowas. Das ist irgendwie so total inhaltslos. Also keine Ahnung, es ist okay. Mark Imberg fragt, spielst du auch andere Games außer Minecraft? Ja, ich spiele noch andere Spiele außer Minecraft und zwar zum Beispiel League of Legends ein bisschen und auch Assassin's Creed und so weiter. Aber ansonsten spiele ich eigentlich das, worauf ich gerade Bock habe, und auf dem Handy spiele ich ziemlich viel. Halt Candy Crush und Clash of Clans und sowas alles, aber größtenteils halt Minecraft und halt League of Legends oder Assassin's Creed so. So, die nächste Frage kommt von PvPCraft und zwar fragt er, was hältst du von kleineren YouTubern oder von denen, die nur ca. 40 Abonnenten haben oder Abos haben? Ich finde, die sind genauso wie alle anderen, also keine Ahnung, es kommt halt auf die Qualität an und auf die Inhalte des Videos. Also wenn man jetzt scheiß Gameplays hat, keine gute Qualität hat und einfach kaum redet oder einfach nur Gameplays macht, finde ich das nicht so geil. Aber wenn die gute Qualität abliefern und die Videos irgendwie unterhaltsam sind, finde ich die total cool, also keine Ahnung, ist halt normal. Ne? Die nächste Frage ist von BXXXXHD und zwar fragt er, wie bist du auf deinen Namen gekommen? Ja, Erik heiße ich schon mal mit normalem Vornamen, also Erik ist halt klar, weil Erik eben. Und Captain, da bin ich drauf gekommen, das war vor 2,5 Jahren oder so. Da wollte ich mir einen Minecraft-Account machen und brauchte halt einen Namen dafür. Und zu der Zeit habe ich immer richtig viel Minecraft-Sven geguckt. Das war so ein Let's Player, oder das waren halt 3 Leute, die haben so ein Let's Farm gemacht. Das war halt Minecraft und die hatten da so einen Bauernhof gebaut und so. Und ich fand die mega unterhaltsam, echt. Die waren so witzig und die haben es ganz ohne irgendwelche perversen Anmerkungen oder irgendwelchen, keine Ahnung, dummen Sprüchen oder so, haben sie es einfach geschafft, Leute zu unterhalten. Also mich zumindest. Und das fand ich so geil. Und der Typ, der das aufgenommen hat, also dieser Sven oder Sven LP heißt er jetzt, der hat in-game Captain Sven gehießen oder ja, hieß halt so, und deswegen habe ich mich auch so genannt, weil irgendwie, keine Ahnung, ich fand das cool und ich brauchte sowieso einen Namen. Und in Minecraft heißt jetzt Captain Eric 99, weil es Captain Eric 98 schon gab und Captain Eric normal gab es auch schon, und auf YouTube gab es Captain Eric schon und Captain Eric 98 noch nicht, deswegen heiße ich auf YouTube 98 und in-game 99, aber ich bin 98 geboren, für die, die es wissen wollten. So, die nächsten Fragen kommen von Skillplays. Und zwar fragt ihr als erstes, seit wann spielst du Minecraft? Welche Spiele spielst du sonst so? Warum hast du deinen Kanal aufgemacht? Welche Hobbys hast du so in der Freizeit? Und spielst du nur am PC, nur auf dem PC oder auch an anderen Konsolen? Ich spiele Minecraft seit 2,5 Jahren circa, seit der Minecraft Beta 1.8.1 Version. Da habe ich zum ersten Mal selber gespielt. Und davor habe ich seit der Beta 1.2, glaube ich, bei Gronkh immer geguckt. Und das war voll witzig. Ja, also circa 2,5 Jahre. Welche Spiele spielst du sonst so? Wie gesagt, League of Legends, Assassin's Creed und alles, was ich irgendwie so gerade cool finde oder wo ich Bock drauf habe halt. Die Ironiefrage habe ich ausgelassen, weil das Textionpack gab es ja jetzt schon zum Download. Die dritte Frage, warum hast du deinen Kanal aufgemacht? Ja, das waren noch Zeiten vor 2 Jahren circa. Da hatte ich immer jeden Tag ungefähr einen Buddy hier, also einen richtig guten Kumpel. Mit dem haben wir dann, oder mit dem habe ich dann alles Mögliche gemacht, halt Fußball gespielt und YouTube geguckt. Und dann haben wir uns immer so ein Let's Play angeguckt, der hieß Geilkind oder Dumtendo. Und da haben wir uns dann irgendwann gedacht, ja, wir könnten ja auch mal Videos machen, ne? So einfach YOLO. Und dann haben wir uns beide einen Kanal gemacht. Wir haben angefangen mit irgendwelchen random Scheiß-Games, die total uncool waren. Und dann bin ich halt langsam so zu Minecraft gekommen und dann halt erstmal von Tutorials und so zu PvP und Minigames. Und jetzt bin ich halt bei Hive gelandet. Und ja, also eigentlich, warum haben wir angefangen? Ich denke mal aus Langeweile und weil wir irgendwie den Geilkind irgendwie nachmachen wollten oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube aus Langeweile. So, welche Hobbys hast du so in der Freizeit? Ja, YouTube ist mein größtes Hobby im Moment. Ansonsten halt zocken und ich habe auch ein Skateboard, was ich fahren kann.
aber ich kann keine Tricks damit und daran arbeite ich im Moment. Ich bin letztens auch richtig peinlich einmal hingefallen, aber das ist peinlich, das erzähle ich jetzt nicht. So, und dennoch spielst du nur auf dem PC oder auch auf anderen Konsolen? Ich spiele eigentlich nur auf dem PC oder auf dem Handy und das Handy ist ja keine Konsole. Aber ich habe noch andere Konsolen und zwar habe ich eine PlayStation 1, ja, die ist total cool und ich weiß nicht mehr, wo sie ist. Aber ansonsten habe ich noch eine Wii und eine Nintendo, also diesen Nintendo DS, da dieses tragbare Dingsbums. So, jetzt kommt hier gerade irgendwelche Tune-Up-Meldungen, das kann ich schließen. Ja, die nächste Frage ist von einem Kanal von mir und zwar fragt er, wie erspielst du deine SG-Punkte? Ich booste immer in Vierer-Teams und darf dann am Ende gewinnen. So, die nächsten Fragen kommen von Shati und zwar, warum hast du so krasse PvP-Skills? In welchem Bundesland wohnst du? Bist du gut in der Schule? Was hast du für ein Mikrofon und was hast du für eine Tastatur? Ich finde nicht, dass ich so krasse PvP-Skills habe, wenn ich ehrlich bin. Also logischerweise bin ich gut, sonst hätte ich keine 300 Wins oder so. Aber ich finde nicht, dass ich so krasse PvP-Skills habe. Und wenn du wissen willst, warum ich solche PvP-Skills habe, wie ich sie jetzt habe, also wie ich finde, dass ich sie habe, weil ich finde sie nicht krass, aber ich habe ja irgendwo welche. Es kommt eigentlich nur durch Training. Also du musst einfach, wenn du jetzt 2 Jahre oder 1,5 Jahre, so wie ich, Minecraft PvP spielst, dann bist du irgendwann gut. In welchem Bundesland wohnst du? Ich wohne in Schleswig-Holstein zwischen Lübeck und Hamburg. Circa in der Mitte, aber eher neben, also eher denn Richtung Lübeck als Richtung Hamburg. Also ich wohne näher an Lübeck dran als an Hamburg. Bist du gut in der Schule? Ja, ziemlich. Ich war schon ein paar Mal klassenbester Junge, aber nur weil die ganzen Strebermädchen am Streben sind und sonst nichts zu tun haben. Aber schon eigentlich. Letztes Jahr hatte ich zum Beispiel, oder letztes Halbjahr hatte ich eine 1 in Deutsch. Frag mich nicht, wie ich die bekommen habe, aber ich hatte eine. Und ja, ich bin ganz gut in der Schule. Was hast du für ein Mikrofon? Ich habe ein T-Bone SC450 USB-Mikrofon. Das ist ein richtiges Mikrofon und kein Headset. Und ich habe dafür noch so ein Stativ und so einen Popschutz, damit ihr das P nicht so hört. Und ja, wie gesagt, T-Bone SC450 USB. Was hast du für eine Tastatur? Ich habe eine Acer-Tastatur, die bei meinem PC dabei war. Also es ist keine besondere Tastatur. Und ja, keine Ahnung, ich finde sie ganz okay. Ja, ist normal. Standard so halt. So. Der Rudolf fragt, wie viele Skype-Kontakte hast du? Circa 500. Ich weiß, das ist viel zu viel und keine Ahnung, mit den meisten schreibe ich auch gar nicht, aber keine Ahnung, doch schon ein paar Leuten, die ich da, also mit denen ich da schreibe. Ja, circa 500. Und der Rudolf fragt nochmal was, und zwar magst du Rollenspiele wie zum Beispiel WoW etc. Ich war gerade so dämlich, das zu lesen. Aber mag ich Rollenspiele wie WoW etc. WoW finde ich nicht so geil, wenn ich ehrlich bin, weil ich finde, das macht viel zu süchtig und das ist viel zu viel, was ich mir reindenken müsste. Aber Rollenspiele wie zum Beispiel auch Assassin's Creed finde ich mega, mega geil. Also Assassin's Creed kann man jetzt relativ, also schnell in Anführungszeichen durchspielen. Man braucht jetzt keine 2 Jahre oder so, sondern ein paar Wochen vielleicht. Aber Assassin's Creed finde ich richtig, 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 richtig geil. Ich habe alle Parts, die sind alle mega nice. WoW weiß ich jetzt nicht, aber Rollenspiele an sich so finde ich schon ziemlich geil. LILP fragt, was hast du für einen PC? Ja, das habe ich mir hier aufgeschrieben. Und zwar kann man sich das irgendwie am PC so angucken durch so ein Command. Und der PC ist von Acer und zwar heißt er Predator G5910. Ich habe Windows 7, das sollte ich vielleicht erwähnen, weil ich Windows 8 nicht so geil finde. Und jetzt habe ich hier ein paar Sachen rausgeschrieben, die ich denke vielleicht für euch interessant sind. Und zwar habe ich einen Intel Core Prozessor, also einen Intel Core i7 Prozessor 2700K, was auch immer das bedeutet. 3,5 GHz und ich habe 8 CPUs. Ich habe keinen Plan, was ich hier gerade laber, aber es steht da so. Dann habe ich 12 GB RAM und eine Nvidia GeForce GTX 570 Grafikkarte. Außerdem habe ich einen bellenden Hund, ja. Ich glaube, ich cutte jetzt mal so, falls er zu lange bellt. So, schon bin ich wieder da. Ja, der Hund musste ein wenig lange bellen. Auf jeden Fall, wo war ich denn gerade? Ich habe 2 TB, also eine 2 TB Festplatte. Also ich habe 2 Festplatten quasi, jeweils 1 TB. Und ich glaube, das ist so das, was man wissen sollte. Ich weiß jetzt nicht, ob das ganze Zeug soweit gut ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich kann alles davon nur weiterempfehlen. Man hat alles, was man braucht. Tausende FPS in Minecraft. Man kann richtig, richtig schnell rendern und hat viel Speicher. Ich finde die Sachen, wie sie hier sind, ich weiß nicht, ob sie gut sind, wie gesagt, aber ich finde sie mega geil. Also ich finde sie toll, ich kann sie nur weiterempfehlen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal wieder an mit den Fragen. Und zwar fragt Winnie Klein, kommt bald regelmäßige Videos? Daran habe ich schon gedacht, regelmäßig Videos zu machen, aber ich finde das irgendwie, also wenn ich jetzt jeden Tag zum Beispiel ein Video bringe oder jeden zweiten Tag, würde ich das doof finden, weil ich finde es random geiler, ehrlich gesagt, weil es ist jetzt bei mir so, wenn ich ein Video rausbringe oder also
Nee, es ist ein schlechtes Beispiel. Ich nehme mal als Beispiel Sam Haribo, den nehme ich nämlich immer als Beispiel, weil ich den irgendwie auch ziemlich nice finde. Und wenn er ein Video hochlädt, er lädt jetzt auch nicht so oft hoch, so wie ich quasi lädt er hoch, also alle paar Tage halt. Und wenn er ein Video hochlädt und ich das sehe, klicke ich es einfach sofort an, weil ich mich da irgendwie immer drauf freue und ich finde, so sollte es bei mir auch sein. Also deswegen lade ich lieber random hoch und wenn ihr dann ein Video von mir seht, solltet ihr euch irgendwie freuen und das auch angucken, weil im Moment ist es bei mir so, alle paar Tage kommt ein Video und das gucken sich dann auch die meisten aktiven Abonnenten wirklich an. Und das finde ich soweit auch gut. Und ja, so. Die nächsten zwei Fragen sind von Brotpower. Und zwar, wie groß bist du und hast du eine Konsole? Ja, Konsolen habe ich, wie gesagt, eine Wii und eine Nintendo. Und wie groß bin ich? Ich schätze mal 1,80, vielleicht ein bisschen größer. Ich weiß es nicht. 1,81 vielleicht auch. Ich weiß es wirklich nicht, aber circa 1,80. Ruben Mentele fragt oder schreibt, meine Fragen, wie alt bist du? Welche Spiele außer Minecraft spielst du noch? Machst du eine Sportart und zu guter Letzt, wie wird man ein guter YouTuber? Ich bin 16 Jahre alt, spiele außer Minecraft noch League of Legends, Assassin's Creed und alles, worauf ich sonst noch so Bock habe. Ich mache im Moment keine Sportart außer Zocken und Skateboard fahren, aber ich war mal 5 Jahre lang, glaube ich, in einem Hockeyverein, bis ich gemerkt habe, dass Hockey gay ist. Und dann war ich auch noch kurz in einem Fußballverein, der mir aber nicht so gefallen hat und deswegen habe ich es auch gelassen. Aber im Moment halt nicht. Und zu guter Letzt, wie wird man ein guter YouTuber? Ein guter YouTuber wird man meiner Meinung nach, wenn man einfach gute Videos bringt. Die Videos sollten von der Qualität her irgendwie gut sein. Also es sollte kein Rauschen zum Beispiel im Hintergrund sein oder ja, also es sollte einfach ein gutes Video sein. Es sollte unterhalten, was ja natürlich das Wichtigste bei YouTube-Videos ist, dass man unterhalten wird. Und ansonsten sollte halt die Qualität, wie gesagt, stimmen. Und dann, wenn man das halt erfüllt, dann kommt schon die Abonnenten von selber, falls du das wissen wolltest, also wie man Abonnenten bekommt und so. Zum Beispiel bei mir sehe ich das auch, seitdem ich mein neues Mikrofon habe und den neuen PC geht es einfach viel besser. Es macht viel mehr Spaß, Videos zu machen. Die Videos, finde ich, sind auch besser geworden auf jeden Fall. Und ich kriege seitdem auch mehr Zuwachs. Und ja, die nächsten paar Fragen sind von Menderix und zwar, oder Menderix. Und zwar fragt er einmal, was macht dir mehr Spaß, SG oder Hide and Seek? Definitiv Hide and Seek nicht, sondern Survival Games. Ich finde, Hide and Seek macht gar keinen Spaß. Ich habe es nur angefangen, weil es ein paar andere Leute gespielt haben, halt Melly und Anna und noch ein paar andere Leute, mit denen ich das halt gezockt habe. Und ich finde, es macht einfach gar keinen Spaß mehr im Moment. Aber Survival Games macht immer Spaß, finde ich. Also, es sei denn, man wird getargetet oder so. Aber es macht schon viel mehr Spaß als Hide and Seek Survival Games, muss ich schon sagen. Und er hat jetzt hier noch ein paar Fragen. Und zwar, bist du in irgendeinem Bist du in irgendeinem SG-Clan? Wenn nein, willst du einem joinen? Lieber TS3 oder Skype? Wen magst du mehr? Creepy Melly oder Blue Benanny? Haha. Und dennoch würde mich freuen, wenn du alles beantwortest. Liebe Grüße, Menderix oder Martin. Ich bin in einem SG-Clan und zwar Kumanas 2.0. Das ist ein arabischer Clan, wo es eigentlich nur Araber außer mir und noch einem Typen gibt. Es gibt, glaube ich, zwei oder drei Deutsche da drin, ansonsten halt nur Araber. Der Clan ist ziemlich nice, muss ich schon sagen. Gefällt mir echt gut. Araber sind echt mega nett. Hätte ich gar nicht gedacht, dass sie so unglaublich nett sind. Ganz anders als die Deutschen. Die sind scheiße, die Deutschen. Ja, Drecks Deutsche, coole Araber. Na, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen würde ich auch keinem joinen, weil ich ja einer bin. Lieber TS3 oder Skype. Ich finde TS3 für Aufnahmen zum Beispiel besser, weil die Qualität einfach besser ist und man kann sich einfacher muten und so. Aber wenn man jetzt wirklich nur zu zocken will, finde ich Skype eigentlich auch okay, weil ich finde, es ist ein bisschen privater, weil man irgendwie alles hört und nicht dieses Sprachaktivierungsding hat. Und ja, ich finde Skype eigentlich auch zum Schreiben ziemlich geil. Wen magst du mehr, Creepy Melly oder Blue Benanny? Ich sag's einfach mal so, dass ich mit Blue Benanny im Moment oder mit Anna viel mehr mache als mit Melly. Mit Melly mache ich irgendwie gar nichts mehr seit schon 2 Wochen oder so. Aber mit Anna irgendwie jeden Tag so TS und so. Und ich glaube, das beantwortet die Frage also genügend. Flos Designs fragt, PS4 oder Xbox? Ja, ich habe keine PS4 und auch keine Xbox, aber wenn ich mich entscheiden würde, würde ich eine Xbox nehmen, weil ich irgendwie Xboxes cooler fände oder Xbox dann, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, ja, ich würde Xbox bevorzugen. Ich weiß auch nicht wieso, aber klingt cooler, ist cooler, glaube ich, finde ich. Keine Ahnung. So, die nächsten drei Fragen sind von Yoshi-Fan. Und zwar fragt er, mit welcher DPI, also mit welcher Empfindlichkeit und mit welcher Mausempfindlichkeit in Minecraft spielst du? Die DPI bei meiner Maus weiß ich nicht. Ich habe so eine extra Taste, da kann ich mal raufklicken. Und da gibt es sechs verschiedene Stufen und ich spiele auf der dritten. Also denke ich mal, das ist normal. Und in Minecraft spiele ich mit Hyperspeed, also 200%, das ist das Schnellste, was geht. Und ja, es ist okay. Also es ist jetzt ein bisschen schneller als normal, würde ich sagen. Aber es ist jetzt nicht so mega schlimm. Dann fragt er noch Windows 7 oder Windows 8. Ich benutze Windows 7, weil ich es besser finde als Windows 8.
Warum, weiß ich nicht, aber ich find's besser. Und er fragte noch, was für einen Ping hast du, wenn du damit den Ping zu Hive meinst. Ich habe circa einen 60er Ping zu Hive, laut CMD, aber in-game, wenn ich das Slash Global Ping mache, dann ist es mindestens 140. Also es ist jetzt nicht so krass geil. Ja, was soll man erwarten, 6K Telekom ist halt nicht so das beste Internet. Vegron fragt, komm Nano, ja danke. Nein, ich bin Commanders, komm du Commanders. Ja, danke. Paxton Place fragt alle oder möchte alle Infos über mein PC wissen, die habe ich schon gesagt. Felix Bofferding schreibt, wenn du aus England zurück bist, also gegen Ende März, wirklich pünktlich. Ja, das ist total pünktlich geworden. So, meine Fragen sind, seit wann spielst du Minecraft bzw. SG PvP in Minecraft? Wie hast du deine Tastatur in Minecraft belegt, also welche, oder, also wo hast du welche Funktion? Wie alt bist du, wie kamst du darauf einen Kanal zu machen, was spielst du so für Spiele in Minecraft, also Server? Und, ja, so das waren das, ich kann einfach nicht lesen. So das waren alle, okay, ich konzentriere mich jetzt aufs Lesen. So, das waren auch schon alle Fragen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Mann, dummes Kommentar, warum kann ich das nicht lesen? Seit wann spiele ich Minecraft? Wie gesagt, 1.8.1. Seit wann spiele ich SG bzw. PvP? Ich habe mit Hunger Games angefangen. Das war vor 2 Jahren ziemlich. Also als der Film rauskam, gab es ja auch die Hunger Games mit den Suppen und so. Die habe ich angefangen zu spielen, war da aber richtig, richtig schlecht. Der größte Steve Noob, 5 Punkte, was auch immer. Ich wusste nicht mal, dass man Sprint jumpen kann und dass man mit den Suppen Leben generiert, das wusste ich nicht. Und SG spiele ich seit es MCSG gibt, jetzt auch circa seit 2 Jahren oder seit 1,5 Jahren. Ja, also wie gesagt, ich habe halt total als Noob angefangen, deswegen sind die Sets auf Captain Eric 99 auch nicht so geil, weil ich damit halt angefangen habe zu spielen, auch auf SG, auf MCSG habe ich damit angefangen, auf MCPVP habe ich damit angefangen, ich habe überall mit Captain Eric angefangen und es gibt ja viele Leute, die sich einfach, wenn sie gut sind, einen neuen Minecraft-Account holen, um gute Sets zu spielen. Das kann ich jetzt nicht machen, aber ich finde meine Sets sind dafür trotzdem noch okay. Ja. Wie hast du deine Tastatur in Minecraft belegt? Also welche Funktion ist wo? Ich habe alles genau Standard, außer das Zoomen. Das habe ich auf R statt auf Steuerung. Und ansonsten habe ich, wie gesagt, echt alles Standard. Und ja, wie alt bist du? 16. Wie kamst du darauf, einen Kanal zu machen? Mir war langweilig. Was spielst du so für Spiele in Minecraft, also Server? Im Moment spiele ich eigentlich am meisten auf Hive, also One in the Chamber, Hide and Seek, Survival Games und so weiter. Aber ansonsten spiele ich auch ziemlich gerne auf Hypixel. Hypixel ist ein ziemlich geiler Server, muss ich echt sagen, der ist richtig, richtig geil. Und sonst spiele ich eigentlich auf Minigame-Servern, die nicht laggen. Zum Beispiel Mineplex spiele ich. Was gibt es denn noch so für Server? Ich spiele einfach alles, was es nicht laggt quasi und was irgendwie Spaß macht. Auch Mario Party zum Beispiel auch. Und ja. So, das waren alle Fragen. Okay, ja, ich habe alles beantwortet. Yay. Zorvo hat 2 Fragen, so wie ich das sehe, und zwar einmal Meinung zu Pingplayern und dann, wie sind die Daten von deinem PC? Die habe ich ja schon erzählt, die Daten von meinem PC. Und meine Meinung zu Pingplayer ist einfach, dass mir die total egal sind. Also, wenn jemand einen guten Ping hat, dann bin ich neidisch auf ihn, weil ich einen schlechten Ping habe. Und ja, wenn die jetzt denken, dass sie richtig gut sind und mich total zerstören können oder andere Leute zerstören können, nur weil sie einen guten Ping haben, finde ich es ein bisschen dämlich. Weil es ist genauso wie, wenn ich sage, dass ich... Also wenn ich jetzt gegen jemanden spiele, der einen richtig schlechten Laptop hat, mit 10 FPS oder so, und ich zerstöre ihn und sage dann einfach, ja, das war richtig leicht, ich bin einfach viel besser als du. Wobei es dann nur am PC liegt, beziehungsweise bei den Pingplayern halt am Ping oder am Internet. Finde ich ein bisschen doof, aber ansonsten, die können ja auch nichts für ihr gutes Internet, genauso wie ich für mein schlechtes Internet auch nichts kann. Ja, KeksSG Gameplays fragt, wie bist du zum Namen Captain Eric gekommen? Habe ich ja schon erzählt. Und wie bin ich zu meinem Skin gekommen? Ich hatte mal ganz lange so einen Hunter-Skin drin, also so einen Jäger, so mit weißen Augen und so, der war ziemlich cool. Aber dann wollte ich mir irgendwann einen eigenen Skin machen und habe dann so ein bisschen gepixelt, habe mir eine schwarze Hose, ein weißes T-Shirt und eine grüne Jacke gegeben und einen hässlichen Kopf. Und dann habe ich mir irgendwann noch überlegt, dass ich mir eine rote Jacke anziehe, weil rot finde ich cooler. Und dann habe ich mir den Kopf von Let's Game Your Play geklaut. Let's Game Your Play heißt er, ja, ich glaube schon. Und den habe ich dann ein bisschen verändert und mir eine 3D-Brille gegeben und seitdem ändere ich den ja immer ab und zu. Und meinen Mädchen-Skin im Moment habe ich von Hardbase. Der ist ziemlich nice und bringt Glück. Und ja, ich gucke einfach kurz, wie lange die Aufnahme schon geht. Die geht schon fast 20 Minuten, okay. Ich sollte mal mich ein wenig beeilen, weil ich will das in einem Part machen. Und es sollte unter 40 Minuten sein, damit ich es noch hochlade heute. Weil heute ist Sonntag. Das müsst ihr euch geben. Heute kommt das Video höchstwahrscheinlich. Und Karten und Einblenden, das wird eher ein bisschen dauern, aber naja. So, Kirby 5346 fragt, Muffins mit Füllung oder ohne? Auf jeden Fall mit, weil mit ist viel geiler. Real Skills fragt, kannst du mich abonnieren? Ja, das kann ich. VMarcel01 fragt, welche Grafikkarte hast du? Das habe ich ja vorhin erzählt, warte, ich guck nochmal kurz. Das ist die Nvidia GeForce GTX 570. Ventrix fragt, wenn du schwul wärst, wen würdest du lieben? Ich glaube mich selber, weil ich ziemlich cool bin. Nee, Spaß, ich habe keine Ahnung. Snackson hat 7 Fragen, so wie ich das sehe, und zwar, seit wann spielst du auf Hive in Klammern Version? Wann hattest du das erste Premium auf The Hive? Auf welchen
Oh mein Gott, ich bin gerade zu behindert zum Lesen, lol. Auf welchen Servern spielst du noch außer Hive? Wie viele Stunden spielst du am Tag Minecraft? Spielst du auch noch andere Spiele? Ist Minecraft dein Lieblingsspiel? Hast du in einer Runde Survival Games schon mal mehr als 3000 Punkte gemacht oder über 3000 Punkte? Ich spiele auf Hive, seit es Hive gibt. Also ich weiß auch, damals hat es so richtig doll gelaggt und dann bin ich direkt wieder gelieft, weil ich halt alle Spieler gesehen habe und es hat total gelaggt und. Aber ich spiele trotzdem schon also seit den ersten Tagen quasi auf Hive. Ja, mein ersten Primo hatte ich vor circa genau einem Jahr in den Osterferien, vor einem Jahr, wie gesagt. Das war Goldprimo, habe ich mir selber gekauft und das war das einzige Primo, was ich halt außer Emerald hatte. Spielst du noch auf anderen Servern außer Hive? Ja, MCSG und Hypixel und halt sonst alles, was mir Spaß macht. Täglich spiele ich im Moment ziemlich viel Minecraft, weil meine ganzen Freunde, mit denen ich das spiele, das spielen. Und in der Schulzeit schätze ich mal 2, 3 Stunden, weil es einfach chillig ist. Spielst du noch andere Spiele? Ja, League of Legends, Assassin's Creed und so weiter. Ist Minecraft mein Lieblingsspiel im Moment schon, weil ich es am meisten spiele. Und ich habe es jetzt auch schon seit 2,5 Jahren, glaube ich, gespielt. Und ich glaube, so viel oder so doll hat mich ein Spiel noch nie unterhalten. Deswegen würde ich mal sagen, ja. Und hast du in einer SG-Runde schon mal mehr als 2000 Punkte erspielt? Auf meinem Main-Account habe ich einmal 1280 Punkte erspielt. Das war ein Kill, da habe ich den Play for Life getötet. Nachdem ich ihn gekillt habe, hat er wohl keine 50k mehr. Ja, Grüße an dich, Marcel, falls du das siehst. Und ansonsten habe ich einmal mit einem Account von einem Kumpel gespielt. Dem sollte ich kein Minus machen. Da hat er drauf bestanden und dann habe ich ihm einfach 2,5k in einer Runde gemacht. Das war richtig geil. Und das war, glaube ich, das Höchste, also 2,5k. Blue Banani fragt, wie lang ist dein linkes Bein? Ich schätze mal genauso lang wie mein rechtes Bein. Smacky fragt, oder Smacky möchte meine Meinung zu Scorvo bzw. Just Chrisix oder so wissen bezüglich Uzuni. Der Max hat ja ein bisschen gehegt und ich finde das echt ziemlich dämlich, weil er hat ja mit seinen Punkten und mit seinen Wins und so immer angegeben. Und wenn er sie dann erhackt hat, finde ich es echt richtig arm. Aber Max, also so als Person, jetzt kenne ich und ich finde ihn eigentlich echt mega nett und er war immer freundlich zu mir und deswegen, also von der Person her finde ich ihn nice, aber ich finde es dämlich, dass er mit so einem erhackten Punkten quasi angegeben hat. Aber das Ding ist ja, man weiß ja nicht, ob er wirklich alle Punkte erhackt hat. Es kann ja auch sein, dass er Huzuni nur einmal drin hat oder so, also man weiß es ja wirklich nicht. Aber naja. Mike Grabinski fragt, wie bist du auf YouTube gestoßen? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, irgendwann habe ich ein YouTube-Video oder habe ich ein Video gesucht oder irgendwas im Internet halt gesucht und dann habe ich irgendwie YouTube gesehen oder so. Mein Seisi YouTube möchte wissen, Rocket oder Razer, Namen darfst du sagen? Keine Ahnung, ich habe weder irgendwas von Rocket noch irgendwas von Razer. Wenn ich mich entscheiden dürfte, würde ich Razer nehmen, weil es sich irgendwie wie Brazzers anhört. Und ja, der Hund bellt schon wieder. Ich mache noch einen Cut. So, der Hund hat mal wieder aufgehört zu bellen, endlich. Ja, ich wollte zwar eigentlich nicht cutten, aber das tut mir jetzt leid, weil Hund bellen und so ist laut und das ist nervig. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt wieder mit den Fragen an. Und zwar fragt Pandas MC, bist du bei SG auf Hive Punktegeil oder interessieren dich deine Stats auf Hive nicht? Ich finde, das sind zwei verschiedene Sachen, Punkte und Stats. Ich finde oder ich glaube, dass jeder es cool findet, wenn er viele Punkte hat. Ganz ehrlich, ich hätte gerne 100.000k Punkte, weil, keine Ahnung, ist halt ziemlich cool, aber ich finde meine Punkte jetzt im Moment irgendwie 23k oder so, finde ich total okay. Ja, aber meine Stats, die sind mir schon wichtig, weil. Wenn der Hund jetzt nochmal bellt, raste ich aus. Weil ich finde, Stats zeigen viel mehr, ob man ein guter Spieler ist, als die Punkte. Wenn man jetzt zum Beispiel eine WL von 0,000010 hatte und trotzdem hochgeboostete 50k, finde ich, sieht man schon, dass man echt schlecht ist. Und wenn man jetzt im Gegensatz dazu eine WL von 1 hat, aber trotzdem 30k oder so oder nur 20k, dann finde ich, zeigt das schon, dass man ein relativ guter Spieler ist. Und deswegen, also Stats sind mir schon wichtig, Punkte jetzt nicht so, aber irgendwie auch schon irgendwo. Same LP fragt, wieso bist du überhaupt YouTuber geworden? Wie gesagt, weil mir langweilig ist. Denn der Leon Tiep oder so hat drei Fragen, so wie ich das sehe. Und zwar, was magst du an Minecraft? Wer ist dein Vorbild von allen? Hast du eine besondere Taktik außer Angel oder so? Ich mag Minecraft, weil es einfach so vielseitig ist. Man kann echt mega viele Sachen machen und es ist einfach. Es ist total simpel, irgendwas selber zu machen. Man kann einfach richtig viel selber machen. Man kann Sachen bauen, man kann Spielmodis entwickeln, Plugins schreiben und so weiter. Und das ist alles echt einfach. Und mein Vorbild ist, wie der Platschihare das auch schon kommentiert hat, der Sam Haribo. Ich finde seine Videos extrem unterhaltsam. Die meisten Videos finde ich richtig, richtig nice. Ich weiß nicht, er
Keine Ahnung, er kommentiert das so gut, das finde ich echt richtig nice und das Gameplay ist dann auch noch richtig perfekt, finde ich. Also ich finde echt viele Videos von ihm wirklich perfekt, da gibt es nichts dran auszusetzen. Und genauso möchte ich das auch irgendwie hinbekommen und in PvP ist er auch eins meiner Vorbilder, weil ich finde, er spielt sehr ähnlich wie ich, also auch eher so Solo. Also ich spiele ja richtig viel Solo eigentlich. Und ja, was ist denn die dritte Frage? Hast du eine besondere Taktik außer die Angel? Die Angel funktioniert leider nicht mehr, wird aber wahrscheinlich bald wieder funktionieren. Und meine Taktik wäre einfach so zu denken, dass man nicht, man sollte keine Leute, also, wie war denn das jetzt nochmal? Den Spruch habe ich aus irgendeinem Film. Man soll keine, also man soll, es geht nicht darum, Leute zu töten, sondern darum, nicht getötet zu werden. Das ist jetzt irgendwie eine Pussy-Taktik, aber ihr müsst euch es einfach mal so überlegen. Es geht nicht darum, Leute direkt am Spawn zu töten, wenn man ein Schwert hat, weil man dann ja irgendwie in größerer Gefahr ist, falls jemand noch ein Schwert hat. Es geht einfach darum, ins Finale zu kommen und dann die Leute im Finale platt zu machen. Und es geht einfach nicht darum, irgendwie die ganze Zeit Leuten hinterher zu laufen und sie zu töten und die ganze Zeit irgendwie vorzuschweben, weil so stirbt man natürlich auch schneller. Und es geht ja, wie gesagt, ums Gewinnen und nicht ums Sterben. So, The Play. Meinung zu Gameplays, auch wenn es schon viele gemacht haben. Gameplays finde ich ehrlich gesagt langweiliger als normale Videos, weil es gibt halt nur ein Gameplay und da kann man auch selber spielen. Allerdings, wenn es Leute sind, die echt richtig gute Gameplays machen, wie zum Beispiel Play for Life, das finde ich dann schon gut, weil er halt ziemlich, also er spielt halt richtig gut und dann sieht man mal, wie die ganz richtig guten Spieler spielen. Und deswegen finde ich bei richtig guten Spielern Gameplays okay, bei mir jetzt zum Beispiel noch nicht so, aber ich mache es trotzdem ab und zu, wenn ich zum Beispiel keine Lust auf Reden habe und einfach nichts zum Reden habe, mache ich Gameplays. Und ja, EP Games möchte meine Meinung zu PvP oder Survival Community wissen. Oder möchte wissen, welche ich davon besser finde und lieber schaue vom Unterhaltungswert und so. Ich finde, PvP unterhält einen viel mehr als Survival. Gronkh habe ich damals richtig lange geguckt, aber ich glaube auch nur, weil es damals noch nicht so wirklich PvP gab. Und PvP finde ich ist auch immer, wenn man jetzt zum Beispiel eine Survival Games Runde hat, ist es so ein abgeschlossenes Projekt. Am Anfang halt so Hallo und so weiter. Da gibt es einen Mittelteil, wo man ein bisschen Action ist und dann hat die Runde halt auch ein Ende. Und ja, Survival Minecraft hat einfach fast nie ein Ende. Aber die Survival Games Runden haben halt immer ein Ende, wenn man stirbt oder wenn man gewinnt. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil. It's Patrick Zock fragt, welche Spiele aus Minecraft spielst du? Wie gesagt, League of Legends, Assassin's Creed oder auf was ich sonst noch so Bock habe. Bleon Hüseni oder so fragt als erstes: Hast du eine Freundin? Und als zweites: Weißt du, was ich mit dem Insider-Rennblondine meine? Ja, ich habe eine Freundin im Moment und mit dem Insider-Rennblondine, ich habe eine Idee, was du damit meinst. Wenn du damit afrikanische Trockenbiome meinst, weiß ich, was du meinst. Ansonsten weiß ich es nicht. Maklatplace fragt, was war die höchste Anzahl von Punkten in einem Game von dir? Also von meinem Main-Account 1280 Punkte, von dem anderen Account circa 2,5k. Vielleicht waren es auch 2,6k, ich weiß es nicht so genau. Mika Simon fragt oder schreibt, wie ist es zu deiner interessanten Inventarordnung gekommen? Die ist ja nicht so normal. Ja, damit meine wahrscheinlich die Hotbar. Ich habe damals, als ich mit der Angel angefangen habe, geguckt, auf was ich einfach Hot kennen kann. Und am einfachsten war einfach die 3, deswegen kam auf die 3 das Schwert, davor dann die Angel, weil ich leichter nach vorne als nach hinten scrollen konnte. Und dann kam auf die 4 halt der Bogen und auf die 1 halt Feuerzeug, TNT, Kope oder was auch immer. Und im Moment, also ich konnte damals halt nur auf die 3 Hotkeyen und im Moment kann ich halt von 1 bis 5 auch alles Hotkeyen, einfach ziemlich einfach. Aber ich habe es jetzt halt so gelassen, weil ich es mir so angewöhnt habe und ja. So, Darwin LP, heißt du in Real Life auch Erik? Wenn nein, wie bist du auf den Namen gekommen? Doch, ich heiße in Real Life Erik. Roman Mob fragt ein paar Fragen und zwar: Hast du eine Freundin? Wie groß bist du? Was zockst du zurzeit am meisten bzw. mit wem? Was hast du für ein Handy? Hast du irgendwann mal wieder etwas mit Farbe vor? Bist du fett? Hat du eine Brille? Wen hörst du zurzeit am meisten? Ja, ich habe eine Freundin. Ich bin ca. 1,80 groß. Ich zocke am meisten Hive im Moment, also eigentlich zu ziemlich alles auf Hive mit meinen besten Buddies, mit Blue Banani, mit Mellow Mousy, mit dem Max aka Platschi Haare. Und auch mit dem Menderix und dem Klass LP, also mit coolen Leuten einfach. Also ich zocke jetzt nicht so viel mit denen, aber ich zocke am meisten, glaube ich, mit Anna und mit Mello, aber bockt schon. Ach ja, und mit meinem Clan natürlich, mit meinen Homie-Arabern. Und was hast du für ein Handy? Ich habe einen Samsung Galaxy S4 Mini, was ich nur weiterempfehlen kann. Mega geiles Handy. Hast du irgendwann mal wieder was mit Fabo vor? Eigentlich schon, aber ich weiß immer nicht so, was man mit Fabo aufnehmen soll, weil ich finde, SG mit Fabo ist langweilig, weil es machen einfach so viele. Deswegen sollte ich mir da irgendwas anderes überlegen. Vielleicht kommt was und ja, ich bin da dran, ne? Bist du fett? Nein, ich bin relativ dünn. Hat du eine Brille? Nein, ich habe keine Brille, außer eine Sonnenbrille. Und wen hörst du zurzeit am meisten? Ich höre im Moment viel Rap oder also halt von Kollegah, aber ansonsten höre ich auch gerne Punk und Dubstep, aber im Moment halt Kollegah.
Melina Wayne fragt, hast du irgendwelche Hobbys außer Zocken? YouTube ist mein größtes Hobby, finde ich im Moment. Es macht echt viel Spaß und man muss auch echt viel Zeit rein investieren. Ja, damit hätte ich am Anfang gar nicht gerechnet. Und ansonsten halt, wie gesagt, Skateboard hinfallen und so finde ich ziemlich chillig. Der Platschihara hat jetzt ein paar Fragen und zwar, wie hast du Eike genau kennengelernt? Wir sind zusammen in die 5. Klasse gekommen, so habe ich ihn kennengelernt. Seit wann kennt ihr euch? Seit der 5. Klasse, also seit 5 Jahren. Bist du gerne am Hafen? Ich nicht. Ich liebe den Hafen. Ich finde Meer und so eigentlich ziemlich nice. Und deswegen bin ich auch echt gerne am Hafen. Wie heißt dein Hund? Ja, das passt natürlich. Der Hund heißt Bonnie und ist eine Hündin. Wann hattest du mit Eike dein erstes Mal? Ich hatte noch kein erstes Mal mit Eike, muss ich dich leider enttäuschen. Wie gefällt dir dein Zimmer auf der Sprachreise? Ja, das Zimmer auf der Sprachreise werde ich euch jetzt mal einblenden. Als wir da zur Gastfamilie gefahren sind, meinte unsere Gastmutter so, ja, ihr kriegt das Mädchenzimmer. Und wir dachten uns dann so, jo, okay, wahrscheinlich, meine Freundin. Da juckt eh kein, was wir für. Juckt kein, was wir für ein Zimmer haben. Wir gehen weiter einfach rein. Pam, pinke Wand. Pam, andere Seite Justin Bieber. Pam, pam, pam. Ja. Ich zeige euch einfach ein paar Bilder davon, also es war interessant. Gefällt dir Piers Pinke Welt? Piers Pinke Welt ist ein toller Kanal, der keine Videos mehr macht, deswegen gefällt er mir nicht mehr. Aber vorher hat er mir ziemlich gut gefallen. Kannst du mal mit Gronkh SG aufnehmen? Nee, der ist mir zu unpopulär, den kennen so wenig Leute, da werde ich ja kaum noch gepusht. Captain Eric 99, woher der Name? Captain Eric, wie gesagt, und 99, weil es 98 und normal Captain Eric schon gab. Epic Fail LP schreibt, was ist dein persönliches Ziel für YouTube? Also Abozahlen und so weiter. By the way, HGW zu 1K-Abonnenten. Ich finde, die Ziele ändern sich jedes Mal, wenn man ein Ziel erreicht hat. Also am Anfang waren es zum Beispiel 50 Abonnenten, dann waren es 100, dann waren es 123, dann waren es 500, dann waren es 1000 und im Moment sind es einfach 1500. Und ja, ich denke danach, wenn es 2000 und so weiter und so weiter. So. Denn der Zocker HDLP fragt, wie lange musstest du Menschenhandel betreiben und Drogen verkaufen, um dir diesen PC zu kaufen? Menschenhandel, das Ding ist einfach, dass ich Kinder verkauft habe. Dafür kriegt man mehr Geld, weil die halt, wie gesagt, noch relativ unverschleißt sind. Mit denen kann man länger arbeiten. Und die Drogen, naja, ich tickle dann richtig krasse Junkies, selbst gemischtes Meth. Und das strecke ich immer richtig heftig. Das bedeutet, aus einem so ein bisschen, also keine Ahnung, aus einem Kilo Meth kriege ich dann eine Tonne, was ich verkaufe. Und so kriegt man eigentlich ziemlich viel Kohle und es ist halt wenig Aufwand. Und deswegen schätze ich mal so 2 Wochen, dann Geldwäsche eine Woche, also noch eine Woche dazu, 3 Wochen schätze ich mal so. David Schulz schreibt, hast du vor, dich irgendwann, wann auch immer zu zeigen? Also nicht in dem Sinne, dass jedes Video mit Facecam ist, aber es wäre mal interessant zu wissen, wie du aussiehst. Facecam würde ich sowieso nicht machen, weil ich einfach hier auf einem Sofa zocke und das ist richtig asozial irgendwie, weil ich irgendwie so alles auf meinem Sofa habe, so Handy und Fernbedienung und ja, das war's, aber das ist ziemlich viel. Und vielleicht mal Real-Life-Pick oder so irgendwann, aber jetzt noch nicht. Und ja, also ich würde nicht jedes Video mit Facecam machen, weil ich finde das irgendwie nicht so geil. David Schulz schreibt dann nochmal, wie kommst du auf den Namen Captain Eric, habe ich schon erzählt. Also speziell auf das Captain und bla 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 bla, habe ich ja schon erzählt. Irgendwie fand ich voll viele Fragen oft gefragt. Und David Schulz fragt nochmal, warum bist du so verdammt gut in PvP? Ich bin nicht so verdammt gut, aber wenn du so wissen werden willst wie ich, dann musst du einfach viel spielen. Und dann fragt der David Schulz nochmal, wissen deine Eltern davon, dass du YouTube-Videos machst? Wenn ja, was halten sie davon? Die wissen das. Ich habe denen das mal erzählt, als ich irgendwie vor einem Jahr so, keine Ahnung, irgendwas erreicht hatte. Da wollte ich denen das erzählen, warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber die interessieren sich einen Scheiß dafür, die juckt das nicht, weil, keine Ahnung, warum sollte sie Minecraft jucken? Weiß ich jetzt auch nicht so, aber sie wissen es und ich glaube, sie finden es ganz okay, dass ich wenigstens was zu tun habe, statt einfach nur zocken und das ist ja sinnlos. Aber mit YouTube lernt man halt ziemlich viele Sachen. Ich habe hier zum Beispiel Schneiden gelernt, ein bisschen Design gelernt, habe viele, viele Leute kennengelernt, was echt Spaß macht, mit den Leuten da rumzuchillen, so. Und ja, Marc Imberg hat 2 Fragen. Spielst du noch auf anderen Servern außer Hive? Ja, vor allem MCSG und Hypixel und so weiter. Und was hältst du von einem eigenen Server? Das wäre zu viel Arbeit und ich glaube nicht, dass ich mit diesen ganzen guten Servern mithalte. Also zum Beispiel Hive hat ja richtig gute Plugins und ich glaube nicht, dass ich da irgendwie mithalten könnte. Und ja, Exa fragt dennoch, könntest du mal mehr MCSG bringen? Ja, klar kann ich das machen. Also ihr seht jetzt auch schon MCSG Gameplays. Und ansonsten würde ich es auch echt wirklich gerne mal machen, mehr MCSG, weil ich finde, die MCSG-Runden machen mir immer mehr Spaß und es ist immer viel mehr PvP-Action. Und ich glaube, sowas interessiert euch auch. Also so richtig PvP-Action. Und ja, die letzte Frage ist jetzt von Melina Wayne und fragt sie zum Abschluss, magst du Animes?
Ich habe früher Animes geguckt, sowas wie Pokémon und Dragon Ball und Yu-Gi-Oh! Und One Piece und sowas. Aber im Moment gucke ich keine. Ich habe so einen guten Kumpel aus meiner Klasse, nämlich den Lukas. Der guckt echt viele Animes und hat mir beigebracht, dass Yaois Schwulen-Animes sind. Und Yaois, und was gab es noch? Yaois, was ist der Gegenteil davon? Yaois und Yuris, glaube ich. Yuris sind dann Lesben. Lesben-Porn-Animes, glaube ich. Ich habe Hunger, ich muss was essen. Mein Toast ist schon vor einer halben Stunde. Egal. Ich gucke nicht so viele Animes. Also ich mag sie eigentlich, aber ich gucke sie nicht so wirklich. Ach ja, genau. Und was ich noch erzählen wollte, ist, der eine Max hat da jetzt noch einen super geilen 200-Fragen-Tag in die Kommentare gepostet, die ich nicht beantworten werde, weil das Video jetzt schon 40 Minuten? Nein, 37 Minuten geht's bis jetzt. Und dann würde ich sagen, war es das vom FAQ oder vom Q&A, wie gesagt. Wenn ihr noch irgendwelche anderen Fragen habt, könnt ihr sie mir, wie gesagt, im weiteren Verlaufe immer mal in die Kommentare schreiben. Ich werde sie immer wieder beantworten. Und ansonsten muss ich mich echt nochmal für 1000 Abonnenten bedanken. Es hat mega geil. Mir fällt auch immer wieder auf, wenn ich die anderen, also von anderen YouTubern die Kommentare sehe, dass ihr einfach so die geilste Community von den Kommentaren her seid. Echt jeder von euch. Ihr schreibt so geile Kommentare, ich komme da nicht drauf klar. Das ist echt mega nice von euch und ich liebe euch so doll für die ganze Unterstützung, die ihr mir gebt. Und ich hoffe, ich kann euch mit diesem Special etwas zurückgeben. Also das FAQ war ja jetzt, oder das Q&A, Entschuldigung. War jetzt so gedacht, dass ihr mir halt oder mich alles fragen könnt und mich quasi besser kennenlernt und so. Ne, ihr wisst Bescheid, so Date und so. Und ansonsten, der Flashmob wird auch bald kommen und ich hoffe einfach, dass ich euch mit weiteren Videos unterhalten kann. Und ja, wie gesagt, noch einmal richtig großes Dankeschön für 1000 Abonnenten. Wir sehen uns bei einem weiteren Video und ich hoffe, dass ich euch weiterhin noch etwas unterhalten kann. Bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein und ciao. Ach, und was ich noch vergessen habe, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, schreibt mal bitte Hashtag irgendwas in die Kommentare. Also ich meine jetzt nicht, dass ihr Hashtag irgendwas schreibt, sondern ihr macht einfach ein Hashtag und irgendwas, was ihr schreiben wollt, was auch immer, ist mir total egal. Aber auf jeden Fall irgendwas mit Hashtag und ja, also das war's von dem Video, Leute, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.